Herzlich willkommen aus meinem Informationskanal für vedische Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin tätig hauptberuflich als Lehrer der Online-Schule für vedische Astrologie. In diesem circa 15-minütigen Video geht es um die Deutung des Monats Mai 2023 für den Aszendenten Löwe anhand des vedischen Monatshoroskops basierend auf dem tropischen Tierkreis. Zwei kurze Hinweise, ehe wir gleich loslegen. Erstens, ich nehme die Deutung vor anhand Ihres Aszendenten und nicht anhand Ihres Sonnen- oder Sternzeichens, wie Sie das vielleicht aus der westlichen Astrologie kennen, denn dieser Aszendent ist eben in der vedischen Astrologie wichtiger. Falls Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, finden Sie unterhalb in der Videobeschreibung einen Link, wie Sie sich gratis Ihr vedisches Horoskop mit dem tropischen Tierkreis erstellen können, und dann im ersten Haus ist der Aszendent und dann wissen Sie, welches Video Sie anschauen müssen. Dabei möchte ich auch gleich erwähnen, dass ich die Deutung eben nur anhand Ihres Aszendenten und der Transitpositionen der Planeten vornehme. Was ich natürlich nicht habe, ist Ihr persönliches Geburtshoroskop, Ihre Geburtsangaben. Deswegen weiß ich nicht, welche Planeten Sie in den Häusern haben, weil das hätte ja auch wichtige Auswirkungen. Trotzdem kann man mit dem, wie ich Ihnen hier schon jetzt eine Monatsdeutung aufzeige, interessante und wichtige Trends offenlegen für den einzelnen Aszendenten. Aber natürlich exaktere Vorhersagen, dazu bräuchten Sie Ihr persönliches Geburtshoroskop mit den Geburtsangaben zusätzlich. Deswegen zweiter Punkt, falls Sie Interesse haben an der Erstellung eines vedischen Horoskops, das macht meine Ehefrau Brunhilde, die ebenfalls hauptberuflich in der vedischen Astrologie tätig ist. Interessant für Sie, bis zum 17. April läuft der sogenannte Frühjahrsmarkt, wo man vergünstigt vedische Horoskope beziehen kann, für eine begrenzte Anzahl allerdings nur. Diese erstellt meine Ehefrau Brunhilde ja manuell und insofern befindet sich dazu auch unterhalb in der Videobeschreibung ein Link, dass Sie hier mal auf dem Markt, auf dem Frühjahrsmarkt stöbern können. Ansonsten empfehle ich Ihnen noch besonders, falls noch nicht geschehen, die Eintragung in meinen Newsletter. Hier finden Sie vedischer Kalender, vedische Astrologietechniken, Deutung der Weltlage und vieles, vieles mehr. Sind Sie herzlich eingeladen. Dann können wir ja schon loslegen und jetzt lassen wir dazu mal Ihren Chart einfliegen als Löwe-Aszendent und wir beginnen hier mit dem Stand der Planeten am 1. Mai 2023 und fangen an mit den langsam laufenden Planeten Saturn, Jupiter, Rahu und Ketu. Die langsam laufenden Planeten sind ja zwischen einem Jahr und maximal zweieinhalb Jahre immer in einem Zeichen und legen den langfristigen Trend fest. Deswegen beschreiben die jetzt nicht per se nur den Mai 2023, sondern ich möchte Ihnen da bewusst machen, welche Langfristenergien am Wirken sind, die dann in diesem Monat vielleicht auch schon spürbar sind, aber eben vielleicht auch in einem anderen Monat noch viel deutlicher, solange der Planet in diesem Zeichen ist. Ich beginne mit Saturn. Saturn ist ja seit Anfang März, nach zweieinhalb Jahren, wo er im Wassermann war, jetzt in die Fische eingetreten. Dort wird er sein bis Februar 2026 mit Unterbrechungen. Die Frage ist, was hat er vor Saturn in Haus 8? Weil das haben Sie hier darin. Nun, Saturn im achten Haus ist gut dafür, dass Sie sich stärker mit Ihren Schwächen beschäftigen. Ja? Denn Saturn steht für Fehler, ja, und das achte Haus steht auch für die Schwächen. Jetzt sehen wir hier eine Doppelung der Aussage. Damit wäre begünstigt, dass Sie tiefer sich damit auseinandersetzen. Saturn regiert aber auch das siebte Haus, das ist Ihr Beziehungshaus. Saturn steht im achten Haus, folglich könnten diese Schwächen auch die
es an ihnen zu erkennen gilt, insbesondere in Verbindung mit ihrer Beziehung oder Partnerschaft, offener gelegt werden oder ihnen bewusster gemacht werden. Das achte Haus steht für die Auseinandersetzung mit dem Tod. Saturn steht auch für den Tod. Bitte keine Angst kriegen, ja, weil es, irgendwann müssen wir sowieso die Seite wechseln, ja. Das heißt jetzt nicht, dass das für Sie da ein Thema ist, aber leider wird gerade in der westlichen Kultur wird das Thema Tod ja viel zu viel verdrängt. In der indischen Astrologie sogar, da kann man sogar die Lebensdauer berechnen, ja, damit man eben weiß, wie lange man hier noch auf der Ebene in etwa Zeit hat, gibt es Methoden dazu. Aber das bedeutet, die Auseinandersetzung mit dem Tod oder mit der eigenen Lebensdauer, ja, auch das ist eine Sache, die mit dem, Entschuldigung, mit Saturn in Haus 8 begünstigt wird. Saturn steht aber auch für ihre Verpflichtungen, für die Dinge, wo sie bestimmte Verantwortlichkeiten übernommen haben, wie zum Beispiel auch ihre Arbeit. Wenn jetzt Saturn in Haus 8 ist, dann könnte hier Veränderung eingeleitet werden. Ja, die Energie zeigt in Richtung, das Haus 8 ist ja das Haus der Transformation, der großen Veränderungen, dass hier bezüglich ihrer Arbeit, ihrer Verantwortlichkeiten, ihrer Verpflichtungen sich eine Veränderung anbahnen möchte oder vielleicht auch schon angebahnt hat. Insofern mit Saturn in Haus 8 ist es eine gute Wechselenergie, ja, um eine berufliche Kursänderung vollziehen zu können. Dann gehen wir weiter. Ich müsste über Saturn in Haus 8 noch viel mehr sagen, aber sonst wäre dieses Video viel zu lang. Deswegen werde ich jeden Monat über dieses Thema sprechen. Ja, immer ein bisschen wieder was Neues vielleicht hier mit beleuchten, was diese Position von Saturn, Jupiter, Rahu, Keto angeht. Deswegen gehen wir jetzt zu Jupiter. Der Jupiter, der ist ja nur die ersten 17 Tage noch im, ist er noch im Widder. Und dann wechselt er ja ab 17. Mai, wie Sie ihn hier schon sehen, für die nächsten 12 Monate in das Zeichen Stier. Nun, die Frage ist, was bedeutet das? Ich möchte vorausschicken, dass Jupiter in den ersten 8 Tagen bis 8. Mai noch im Monat Mai verbrannt ist. Das bedeutet, da ist er ja noch im Widder. Insofern, ja, sage ich jetzt mal, kann Jupiter seine segensreichen Wirkungen in den ersten 8 Tagen, wo er noch im Widder ist, nicht so in vollem Ausmaß zur Verfügung stellen. Kann sich vielleicht zeigen, dass ein bisschen Beziehung mit Vater ein bisschen holprig ist in der Zeit oder das Glück ein bisschen klemmt. Ab dem 9. Mai ist Jupiter nicht mehr verbrannt. Dann ist er noch 8 Tage im Widder, aber eigentlich schon im Sprung, ja, zum Stier, worin sie das 10. Haus haben. Und das ist jetzt interessant, weil das 10. Haus ist das Berufshaus, ja. Und da ist er jetzt ein Jahr drin. Jetzt haben wir Saturn, der eine Wechselenergie aufzeigt von der Arbeit hier im 8. Haus, haben aber Jupiter, den Planeten, der ein höheres Verständnis bringt, der Zuwachs bringt, der ihre berufliche Tätigkeit vielleicht mit höheren Werten und Idealen verbinden möchte oder dass sie einen stärkeren Moralkompass anlegen an ihre berufliche Ausrichtung, steht jetzt der im Berufshaus, gell? Das ist interessant, oder? Dazu kommt, dass die Sonne bis zum 21. Mai auch im 10. Haus ist, ja, und die Sonne ist ja doppelt wichtig, weil sie regiert das Zeichen Löwe, ihren Aszendenten. Zudem haben wir den Merkur den ganzen Monat im Zeichen Stier und der Rahu ist auch den ganzen Monat im Zeichen Stier. Kurzum, das Zeichen Stier ist massiv betont in diesem Monat. Und das ist das 10. Haus. Und das 10. Haus ist die Karriere, der berufliche Pfad, der Status in der Gesellschaft, das nach draußen gehen,
das sich zeigen in der Öffentlichkeit mit seinen größten Taten, wo auch immer die hineinmünden. Das ist bei jedem anders. Eines ist es Selbstständigkeit, beim nächsten ist es eine Angestellten-Tätigkeit, ein anderer macht vielleicht etwas mit selbstlosem Dienst und investiert dort seine ganze Zeit rein. Das 10. Haus steht für unsere größten Taten im Leben. Und für die meisten mündet das eben in die berufliche Laufbahn, weil darin investieren wir ja die meiste Zeit. Und da sie so viele Planeten, ja, jetzt geballt im Monat Mai dort vorfinden, verstärkt mit Jupiter ab 17. Mai auch noch, bedeutet dies, dass ein Impuls kommt, wie können Sie Ihre berufliche Ausrichtung weiter vorwärts bringen. Da ist auch ein Verlangen in die Richtung da, dass Sie hier das schaffen. Und das ist der Rahu, ne? Der Rahu, der zieht nach draußen, ja, der... Es ist jetzt nicht die Zeit für Rückzug. Sie merken, Sie müssen jetzt mit Ihren Werten, Ihren Überzeugungen, Ihren Vorstellungen sogar noch mehr raus. Und der Jupiter ab 17. Mai verstärkt, dass Sie jetzt nicht nur Rückenwind bekommen, das voranzutreiben, sondern dass Sie auch verstärkt Ihre Philosophie, Ihre Wertvorstellungen, Ihren Moralkompass mit einbauen in ihre längerfristige berufliche Ausrichtung. Merkur, der hier ja auch so, genauso wie der Jupiter, die sind verbrannt, der Jupiter bis 8. Mai, Merkur ist verbrannt vom 15. Mai bis 25. Mai, die ersten 15 Tage ist Merkur rückläufig. In der Zeit, wo Merkur rückläufig ist, also die erste Maihälfte, sollten Sie keine Reisen von Wichtigkeit starten, keine großen Reisen, keine Weltreisen. Warum? Sie wollen ja vorwärts kommen und nicht rückwärts, ja? Und der Merkur ist aber rückläufig in der Zeit. Ab 15. Mai ist er nicht mehr rückläufig, der Merkur, dann ist er aber verbrannt bis 25. Mai. Das ist keine gute Zeit, um eine merkurische Tätigkeit von größerer Bedeutung neu ins Laufen zu bringen. Also meinetwegen, Sie sind selbstständig und sagen, jetzt will ich eine große Marketingaktion machen. Also unter einem verbrannten Merkur würde man das überlegen. Oder Merkur steht für meinetwegen Business, neue Firma gründen. Würde ich jetzt auch nicht machen, wenn der Merkur verbrannt ist in dieser Phase. Ab 25. Mai ist es aber nicht mehr der Fall. Dann, ja, also Sie sehen schon, ne, der Merkur ist da ja auch den ganzen Monat drin. Es gibt einen starken Fokus auf die Karriere, auf das materielle Thema, wie Sie Ihren beruflichen Weg gehen wollen, längerfristig, unter diesen Aspekten, die ich Ihnen gesagt hatte. Und es ist auch wichtig für Sie, weil mit Rahu ist die Zeit mehr nach draußen gehen und nicht in Richtung Rückzug. Nun, aber noch zu anderen Themen, ja, wir haben ja noch mehr. Der nächste Punkt ist, dass wir ja den Planeten Venus noch nicht erwähnt haben, denn die Venus ist in den ersten 7 Tagen im Zeichen Zwillinge. Und dann aber für den restlichen Monat im Zeichen Krebs, worin Sie das 12. Haus haben. Nun, Venus ab dem 7. Mai für den ganzen Restmonat im Zeichen Krebs, dort würde begünstigt sein, dass Sie sich auch etwas Auszeit gönnen. Also Sie brauchen, oder was Ihnen gut tut, oder was hier gefördert wird, ist eben auch Erholung. Dem steht nicht das Berufliche entgegen, was ich da zuvor sagte, weil das waren langfristige Impulse, die hier zum Tragen kommen sollen oder wollen. Venus in Haus 12, ja, das weist eher darauf hin, ja, vielleicht erholt man sich mal durch ein paar Dinge, die einem gut tun. Man möchte vielleicht einen Kurzurlaub machen oder irgendwie sowas in der Richtung.
Wir haben dann aber auch den Vollmond am 5. Mai im Skorpion. Darin haben Sie Ihr viertes Haus. Das ist eine gute Position für den Vollmond. Das bedeutet, um den Vollmond herum, der ja auch noch viel wichtiger wird, weil am gleichen Tag auch eine Finsternis ist, ja, eine Halbschatten-Mondfinsternis, bedeutet, dass sich etwas ereignen möchte, was Sie erfüllt sein lässt, was Ihnen Lebensfreude gibt, inneren Auftrieb gibt. Das muss nicht exakt am Tag des Vollmonds sein, also am 5. Mai, sondern kann auch ein, zwei Tage davor oder ein, zwei Tage danach sein. Eine Finsternis per se ist nichts Negatives, die bringt es bloß mehr überraschend zutage. Oder vorher denkt man vielleicht, jetzt läuft jetzt irgendwie alles ein bisschen schräg und plötzlich bricht das Licht hervor und dann zeigt diese Konstellation eben an, dass dann trotzdem etwas Gutes daraus entsteht oder etwas, was Freude macht oder etwas, was sie einfach ein Ereignis, was sie erfüllt sein lässt. Was Sie dagegen nicht tun sollten während der Finsternis ist, dass Sie 3 Tage vor der Finsternis, am Tag der Finsternis und 3 Tage nach der Finsternis ein Vorhaben von Wichtigkeit, egal welcher Art, neu starten, also zwischen 2. Mai und 8. Mai. Das sollten Sie nicht tun. Denn eine neue, wichtige Tätigkeit, die Sie da starten wollen, unter dem Einfluss einer Eklipse, einer Finsternis, reduziert die Erfolgsaussichten. Nun, das war jetzt mal der Vollmond. Wir gehen weiter. Dann müssen wir noch kurz Mars ansprechen. Der ist ja hier im 12. Haus mit der Venus zusammen. Mars wird ja nur bis 21. Mai noch im Krebs sein. Dann zieht er schon wieder weiter in Ihren Aszendenten ins 1. Haus. Aber in der Zeit, wo Mars noch in Haus 12 ist, ja, könnte es sein, dass Sie vielleicht ein bisschen Ausgaben haben für Reparaturen am Haus, ja, oder für irgendwie Ausgaben vielleicht fürs Thema Immobilien, ja, wäre auch denkbar, dass in der Richtung irgendwas zum Tragen kommt. Ansonsten ist Mars in Haus 12 nicht wirklich gut aufgehoben. Der weiß ja gar nicht so richtig, wohin mit der Energie. Er steht im Haus der Ausgaben, der Leere, des Nichts, der Trennung, des Loslassens. Und Mars ist ja eigentlich der Planet, der will ja loslegen und Attacke und handeln. Und das im Haus der Leere, ah, da ist er ein bisschen verloren. Also überlegen Sie sich gut, wofür Sie Ihre Energie einsetzen. Denn mit Mars in Haus 12 könnte es schneller passieren, dass Ihre Energie fehl investiert wird, wenn zu impulsiv, zu früh oder zum falschen Zeitpunkt losgelegt wird. Wir schauen uns jetzt noch an den Neumond. Der ist am 19. Mai. Und ich hatte noch vergessen zu sagen, zur Sonnenfinsternis vom 5. Mai, bitte beobachten Sie die auch nicht. Denn die wäre sogar sichtbar überhalb. Also in Europa, auch in Asien und Afrika, auch in anderen Teilen der Welt. Denn die Veden raten ab, eine Finsternis mit bloßem Auge zu beobachten, weil sie die hier sehen, wie Sie hier sehen, hier ist ja der Mond mit Ketu zusammen, ja? Und Ketu, das ist ein Schattenplanet, ein Dämon, der das Licht des Mondes auffrisst, ja? Und es ist nicht gut, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf einen Dämon richten. Ja, wir haben ja schon genügend Dämonen in uns, wir brauchen ja nicht nur mehr einladen. Und deswegen raten die Veden davon ab, dies zu tun. Stattdessen ist Vollmond als auch Neumond eine sehr gute Zeit für Kontemplieren, Meditieren, in die Stille gehen, die eigene Beziehung zum Schöpfer klären, durch, ja, wie soll ich sagen, durch Rückzug, durch tiefes Nachsinnen durch ein versunkenes Gebet und solche Dinge, ja. Das sind die Qualitäten, wofür Vollmond und Neumond besonders gebraucht werden können. Nun haben wir noch, Neumond haben wir jetzt besprochen. Ja,
Und dann ist es ja schon so, dann geht ja die Sonne am 21. rüber in den Zwilling. Der Mars geht am fast gleichen Tag, oh, der ist zu weit gewandert, dürfte nur hier bis zum Löwen gehen, weil der Mars ist dann ab dem 21. Mai die ganze Zeit in dem Löwen. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier ein bisschen zu weit gegangen. Ich bitte um diesen Fehler zu entschuldigen. Das heißt, darüber werden wir das nächste Mal sprechen, wenn es um das vedische Monatshoroskop Aszendent Löwe für den Juni geht. Da werde ich dann mehr darauf eingehen, was Mars in ihrem Aszendenten bedeutet, weil das ist natürlich wichtig, wenn ein Planet durch ihr erstes Haus läuft. Das wäre es gewesen für Sie, Aszendent Löwe, Monat Juni, ja, Mai 2023.